Das Ding ist so groß wie eine Dartscheibe. Und in 2 Teelöffeln auch schon aufgegessen. Bisschen Running Gag, glaube ich. Oh, mega. Ist schon wieder der Modus, er hört uns nicht, wir hören ihn nicht. Long time no see. Es hat auch keinen richtigen Grund, warum ich am Donnerstag kein Video gepostet habe. Es hatte sogar einen schönen Grund. Ich habe einfach die Woche sehr weihnachtlich mit der Familie und Freunden verbracht. Also Montag hatte ich einen Wichtelabend mit meinen Mädels gemacht. Am Dienstag war ich mit meinem Papa und der Familie auf dem Weihnachtsmarkt. Das war sehr schön. Heute quasi Mittwoch. Jetzt ist es quasi Sonntag, wenn ihr das Video seht. Mittwoch drehe ich gerade dieses Video. Und Donnerstag treffe ich schon so ein paar Vorbereitungen, weil ich dann das Wochenende über, also auch gerade jetzt von Freitag bis Sonntag in München bin. Bei 2 Freundinnen. Das heißt, ich habe diese Woche einfach ein bisschen zu viel geplant und nicht so bemerkt, dass dann nicht so viel Zeit für 2 Videos sind. Ihr seht im Titel, ich habe das irgendwann mal vor 1,5 Jahren oder nee, schon vor 2 Jahren, glaube ich, gedreht gehabt. Das letzte Mal zu Hause. Und ich sage euch jetzt im Laufe dieses Videos, weiß nicht, warum ich da nicht eher schon drauf geachtet habe. Weil man erstens super viel Geld spart. Ich kann euch auch gerade mal den Preis hier schon mal einblenden. Wir werden nämlich super viel essen. Qualität werden wir heute noch im Laufe testen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das schmecken wird. Also gerade, weil wir ja, was Lebensmittel angeht, auch gerade Supermärkte super schnell Sachen wegwerfen, was super schade ist, obwohl die eigentlich noch einwandfrei sind. Deswegen schaut gerne mal bei euren Supermärkten vorbei. Ich weiß, man hat das auch manchmal nicht so auf dem Schirm. Also für mich auf jeden Fall war es heute eine gute Erkenntnis, weil es da wirklich viel Auswahl gibt. Gerade bei Lidl, Kaufland und Penny gibt es so sehr viel Rettet mich Lebensmittel. Also sehr coole Sache und ich zeige euch jetzt mal die Auswahl, was zumindest das Frühstück angeht. Zuerst habe ich mich in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Es ist nicht die originale Paula mit den Flecken, sondern Bertha Mu. Ist mir auch eigentlich relativ egal, Hauptsache schmeckt nach Schoko- und Vanillepudding. Dann fand ich auch sehr cool, das kannte ich aber auch tatsächlich schon, da haben wir auch früher, wir sind halt nicht mehr so oft bei Lidl, aber ich glaube jetzt heute nach diesem Video schaue ich da wieder mal öfter vorbei. Denn auch schon zu Hause damals bei uns in der Heimat gab es auch immer schon Backwaren, die halt schon morgens produziert waren und wir dann auch voll oft mitgenommen haben. Wenn man das einfach nochmal entweder mit bisschen Wasser beträufelt, in den Toaster oder nochmal in den Backofen macht, ich glaube Mikro geht da auch, also man kann es auf jeden Fall nochmal aufpeppen, das fand ich sehr cool. Jetzt haben wir hier wieder ein Brot und dank eurem Tipp weiß ich auch, das kann man auch wieder gefrieren. Falls nämlich zu viel wird. Ich weiß nicht, warum ich auf sowas Banales manchmal nicht komme. Aber jetzt haben wir wieder so ein leckeres Körnerbrot zu Hause. Freue ich mich. Dazu haben wir, und ich konnte nicht anders, ich musste den mitnehmen, Crème de Normandie, falls man das hier erkennt. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich hoffe schon. Ich hatte 5 Jahre Französisch, das war echt schade. Dann haben wir noch, und das fand ich so cool, für 3 Euro habe ich da so eine, man kann nicht richtig reinschauen, das ist wie Weihnachten gerade. Mega. Hier haben wir unseren Rucola-Salat. Sehr geil, ist auch meine liebste Salatsorte, glaube ich. Ja, weil es einfach, ne, peppert. Dann, oh mein Gott, sehr nice. Ich hatte schon irgendwie keine Bohnen mehr, beziehungsweise Buschbohnen, klar. Wir haben noch einen Salat. Oh, okay, sehr viel Salate. Auch nice, jetzt gerade zum Winter muss ich mal schauen. Okay, dann die nächsten Tage wird es sehr, sehr viel Salat. Aber nicht schlecht, ne? Oh mein Gott, da ist so viel drin. Wir haben hier, als hätten sie es auch gewusst, ne, das sind die besten Paprikasorten, rot und ist es gelb oder orange? Hauptsache keine grüne. Richtig, richtig cool. Dann haben wir noch, ich meine, die verwöhnen einen für 3 Euro, Leute. Das kann nicht sein. Tomaten, 3 Stück und zwar diese großen. Ich glaube, die machen wir uns auch gleich aufs Brot. Richtig geil. Oh, ein bisschen Rucola. Ich sehe uns da mit Käse. Und hier haben wir Dill. Ich weiß nicht, warum ich so gucke, wahrscheinlich, weil ich sowas hier noch nie in meinem Haushalt hatte. Oh ja, sehr. Das ist jetzt die ganze Ausbeute. Kannst du nichts sagen. Bevor das Video weitergeht, noch eine kurze, aber wichtige Ankündigung. Und zwar gibt es ab heute bei Asam Beauty, wer Asam Beauty noch nicht kennt, mittlerweile meine Lieblings, da geht auch die Sonne auf, Lieblings-Make-up-Brand, seitdem ich deren Produkte benutze, ja auch schon etwas länger, habe ich so ein bisschen Spaß dran gefunden und seitdem schminke ich mich auch für meine Verhältnisse ein bisschen doller und es gefällt mir immer richtig, richtig gut. Das Finish ist super. Dazu ist Asam Beauty, falls ihr die Marke noch nicht kennt, tierversuchsfrei, dermatologisch getestete Produkte, das heißt auch alles hautverträglich, also ihr kriegt auch keinen Ausschlag oder so, das wird alles getestet, auch made in Germany, also es spricht wirklich viel für diese Marke und vor allem gibt es ab heute 15% auf fast alles, dazu gratis Versand, das heißt, falls ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, es ist ja noch ein bisschen Zeit, falls ihr die Spätzünder seid und euren Liebsten
in der Freude machen wollt oder euch auch selbst ein Weihnachtsgeschenk macht, dann schaut gerne mal vorbei. Ich kann euch auch gerne nochmal, aber ich glaube, die kennt ihr auch schon mittlerweile. Ich trage sie halt wirklich täglich, meine Make-up-Produkte zeigen, also meine Favoriten. Einmal dieses Magic Make-up Mousse. Kennt auch, glaube ich, schon die meisten, aber es ist halt den Hype auch wert, weil es nicht zu viel ist. Ich bin ja eher so der Typ, so leichtes Make-up und es macht einfach so einen ebenmäßigen Ton, dass du einfach nicht ganz aussiehst wie ein Geist. Vor allem jetzt zur Winterszeit mag ich richtig gerne. Dazu die Combo, die ich immer trage, mein liebsten Contour-Stick. Ich habe da die dunklere Farbe, blende euch die Farbe auch gerne nochmal ein, dass ihr den findet. Und flüssigen Highlighter, weil ich dann einfach finde, dass das Ergebnis auch viel natürlicher ist. Und diesen Liquid Lipstick, den habe ich auch gerade auf den Lippen, den finde ich richtig toll. Den habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen einer Freundin zum Wichteln geschenkt, unter anderem, weil ihr den auch so schön fand. Und ja, der hält auch wirklich lange. Ich finde, der ist richtig schön auf den Lippen. Mein Code heißt wie eigentlich immer YouTube Alice und der Code ist in Deutschland, Schweiz und Österreich gültig. Habt auch zur Not 30 Tage Rückgaberecht, falls euch jetzt die Produkte doch nicht so zusagen. Aber ich sag euch, tun sie. Also ich bin mega, mega happy damit. Boah, ich bin schon wieder richtig eingerostet, was es heißt, ein Brot zu schneiden. Wieder mit meinem Fleischmesser. Und ich wurde die letzten Wochen so oft von meiner Familie gefragt, Sophie, wünschst du dir irgendwas Spezielles? Und ich sag immer wieder, nee. Wunschlos glücklich, was auch stimmt. Aber so ein Brotmesser wäre vielleicht mal was Feines. Also wenn es nichts wird, ist es nie meine Schuld. Ist gar nicht mal schlecht geworden. Ich brauche gar kein Brotmesser. Jetzt kommen die einfach easy peasy in den Toaster, den ich immer wieder sauber machen könnte, by the way. Aber das interessiert jetzt nicht. Mega! Die Tomatoes haben schon mal den Quality-Check bestanden. Für fast abgelaufene Lebensmittel ist das wirklich ein sehr fancy Frühstück. Wir machen jetzt noch den Geschmacks- und Quality-Test, aber so an sich sieht das richtig gut aus. Oh, perfekt, das ist so ein richtiger, wieder so ein Stinkekäse. Ich dachte erst, das wird vielleicht ein bisschen zu trocken, weil wir haben ja hier kein Frischkäse, Butter oder sowas drunter. Aber dadurch, dass der Käse halt auch schon so schmilzig ist, das schmeckt richtig gut. Das Brot ist knusprig, trotzdem ist es innen so schön weich, weil wir es ja noch ein bisschen mit Wasser beträufelt haben. Ich meine, man hört. Wir geben Punkte, wir haben Geld gespart. Wir haben Lebensmittel vorm Wegschmeißen gerettet und dazu schmeckt es mega geil. Es ist nur 14. Und die kleine Sophie in mir wünscht sich jetzt noch einen Better Mu Geschmackstest. Bräuchte ich jetzt einen direkten Vergleich. Heißt auch irgendwo, ich bemerke jetzt keinen Riesenunterschied. Ich merke einfach so richtig geil nach Schokopudding. Vanille schmeckst du da ehrlich gesagt nicht raus. Ja, einfach so ein Schokopudding. Aber ein leckerer Schokopudding. I'm freezing. Die Jacke ist auch gefühlt mein Wohnzimmer. Also solange jetzt die Heizung mal langsam aber sicher jetzt zur Pötte kommt und es hier wärmer wird. Ja, ich lebe hier drin. Ich hatte einfach nur Glück, kann man eigentlich sagen. Das Wasser brodelt nämlich schon, beziehungsweise brennt schon wieder hier halb an. Da sind Tortellinis mit Ricotta und Spinat gefüllt. Und genau die meinte ich übrigens, die viel intensiver nach Ricotta-Käse schmecken. Also die von Rana sind leider die teuersten Nudeln, aber auch die besten. Wir haben aber ja ein bisschen gespart. Also statt 4,72 Euro nehmen wir. Wann laufen die denn eigentlich ab? Wo stehst du bitte? Mann, ja hier. Easy, bis morgen sind die noch haltbar. Rein da, würde ich sagen. So mein Allzweck-Werkzeug hier. Ich habe die Nudeln jetzt einfach so gelassen, wie sie sind. Nackt. Wie gesagt, die schmecken auch einfach so schon richtig gut. Und dazu habe ich mir aber noch einen Feldsalat gemacht mit Paprika, Tomate. Die hatten wir ja noch von heute Morgen. Und dann habe ich noch ein bisschen Salz, Öl und Balsamico dran gemacht, weil sonst offensichtlich schmeckt das ja nicht. Ja, so nämlich. Die brauchen nichts und das ist die Kunst. Du kannst sie einfach so trocken essen und die merken einfach geil. Ein richtig guter Ricotta-Käse. Mega. Basic, aber lecker. Gerade weil der Feldsalat auch so, der schmeckt noch so frisch. Da sind jetzt auch nicht die Blätter oder so eingefallen oder irgendwie schon so weich. Noch richtig knackig. Quality-Test bestanden.
Wir haben jetzt gleich einen kleinen, aber feinen Snack. Das Ding ist so groß wie eine Dartscheibe. Ist bis zum 16. haltbar, also noch easy drin, wir haben heute den 13. Auch wieder 30% reduziert gewesen, oder schauen wir mal, was das Ding kann. Ich glaube, wir stecken das Ding nochmal in die Mikro. Das wird sass, sage ich euch. Warte mal. Auf Instagram habe ich schon erzählt, weil man da einfach schneller kommunizieren kann, wie ihr wisst. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Video erinnert. Selbst ich weiß es nicht mehr genau. Und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht, dass ihr da nochmal vorbeischaut. Es war irgendwann im Sommer und ich hatte jedenfalls irgendwas Süßes gegessen. Vielleicht war es sogar auch eine Zimtschnecke. Und dann meinte ich, dass sie richtig sass schmeckt. Sass ist ja eigentlich die Abkürzung von suspicious, wenn mich nicht alles täuscht. Und ne, deswegen nichts Positives. Aber irgendwie, ne, ich Hauptsache direkt wieder das neue Jugendwort benutzen wollen, aber wissen nicht wie, habe ich dann quasi eine neue Bedeutung dafür gefunden. Deswegen wird auch jetzt gleich dieser Apfelkuchen sass. Wird hier ein Running Gag, glaube ich. Ist schon in der Freundesgruppe ein Running Gag, habe ich nämlich von einer Freundin zum Wichteln bekommen. Jetzt wird es auch unser Gag. Der Kuchen ist jetzt zwar flach wie eine Flunder gefühlt, aber immerhin jetzt schön warm. Und Apfelkuchen muss warm sein, sonst schmeckt das nicht. Oh, der schmeckt wie... Wie heißt das? Apfelstrudel. Da fehlt jetzt eigentlich noch so ein Klecks Sahne. Ein bisschen Zimt. Und das... Es ist schon so krass. Es kriegt schon so viel Zimt. Und mit einem Klecks Sahne und Zimt wäre es noch... Ne? Die Kirsche. Das Sternchen einfach noch. Voll geil. Zum Glück habe ich den mitgenommen, weil ich echt noch so gedacht habe, oh, sie ist jetzt so ganz appetitlich, sieht irgendwie nicht aus, wenn ich immer so abgepackten Kuchen, obwohl es gar keinen Sinn macht, weil der wird ja auch irgendwo in irgendeiner random Bäckerei gebacken. Habe ich irgendwie so ein Ick. Ja, wie so ein Apfelstrudel. Kann man machen. Mega. Oh, du auch hier. Hi. Wir essen heute getrennt, aber er ist einfach auch kein riesen Fan von, ne? Krautsalat. Das sieht irgendwie zu... Nee. Ich weiß. Zu geil aus, um wahr zu sein, deswegen will er nichts essen. Ich muss echt sagen, ich mag auch keine Fertigsalate, aber Weißkrautsalat, wirklich früher in der Heimat, das war schon teils eine Mut. Wir hatten das auch früher gerne immer zu Hähnchen gegessen. Wir hatten früher so einen Hähnchenmann im Dorf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so einmal die Woche war immer so ein Hähnchenmann da, Mittwochs. Wir waren immer am Start, meine Mama, mein Bruder und ich. Ja, es war halt, wir haben im selben Dorf gewohnt. Und da gab es auch immer so Krautsalate, auch so Fertigdinger und wir fanden das richtig geil. Nee, wir hatten immer noch. Doch, wir hatten auch schon den Kreuzer. Ja, richtig. Der war echt lecker, ja. Der war oder? Tatsächlich. Nee, das war auch so ein Essigschatz. Das war auch mit Essigwasser. Das war nicht dieser Mayo. Und deswegen dachte ich, der kommt direkt mit. Das ist halt echt wirklich so ein Riesenpott. Wirklich größer als mein Kopf. Kann ich auf jeden Fall jetzt noch die nächsten Tage von essen bis in München. Dazu gibt es noch Brot von heute Morgen. Das kannst du übrigens auch machen, wenn du magst, gell? Nee, ich mache mir jetzt Porridge. Das peppen aber noch ein bisschen auf. Ich mache mir noch Bohnen. Das ist doch schon... Wisst ihr, und deswegen essen wir teils getrennt hier in der Küche, weil du bist mir jetzt so laut. Du mir auch? So macht dich an übrigens dein Porridge. Ich hab mich abschätzen, wie viel 125 Milliliter fertig. Ich hab Angst, dass das Glas platzt, Schatz. Die war nicht teuer. Quatsch. Wir haben, wie gesagt, die Buschbohnen. Die kommen jetzt noch in heißes Wasser. Das wollte ich euch noch zeigen. Kommen dann da rein. Ich glaube, das nennt man gutes, altes, deutsches Abendbrot. Ich hatte ja noch Paprika über in Gelb und Rot. Die Hälfte habe ich übrigens beim Schnibbeln weggesnackt. Kennt das wer? Die Buschbohnen mit Salz und ja, dann mein Käse Rucola Tomatebrot von heute Morgen. Und hier haben wir den guten Krautsalat mit grüner Paprika ist das, glaube ich. Ignoriert einfach alle. Er hört uns nicht, wir hören ihn nicht. Wir lassen uns nicht davon stören. Schauen wir mal, ob der noch was ist. Aber früher zumindest war das schon Spaß. Wie in guten alten Zeiten vom Hähnchenmann. Huh? Hörst du uns? Hörst du mich? Ja, was? Willst du probieren? Lass dich. Hähnchenkrautsalat. Nein. Nein! Kann ich ihm auch nicht helfen. Falls ihr euch fragt, der guckt bestimmt meine YouTube-Videos.
Oh, mega. Buschbohnen haben sowas. Irgendwie, die sind nichts Besonderes. Sind warm, haben eine komische Konsistenz. Trotzdem irgendwie geil. Der Paprika-Check. Wobei, wenn wir ehrlich sind, habe ich die ja schon probiert und die schmecken 1A. Richtig frisch. Knackig. Brottest, ob das jetzt auch noch so gut schmeckt. Ich habe es wieder getoastet, wieder ein bisschen, ne, mit Wasser beträufelt. Man hört den Kross, oder? Der ist noch da. Ich muss sagen, kaltes Abendbrot, nicht jeden Tag meins, wisst ihr. Aber ab und zu habe ich das auch mal. So einmal alle zwei Monate mal ein kaltes Abendbrot. Dann könnte das auch eigentlich so aussehen. Meine Lieblingspaprikasorten, Lieblingsfertigsalat. Und ein Käsebrot. Aber ein stinkender Käse. So kriegt das eine volle Punktzahl tatsächlich. Für ein klassisches Abendbrot, doch, nehme ich. Ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, wenn ich hier verstrubbelt nochmal ins Outro komme. Ich mag mich aber immer von euch nochmal persönlich verabschieden und euch nicht einfach so gehen lassen. Vor allem, wenn wir uns nur diese Woche einmal gesehen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise mir auch irgendwo die Augen geöffnet, dass ich auch ab und zu mal zum Lidl-Event spazieren sollte. Auch wenn mein Herz für immer bei Team Aldi bleiben wird. Ist es aber doch ganz cool, weil es bei Lidl doch häufiger solche Rettet-mich-Lebensmittel gibt. Und man kann da nochmal Geld sparen, es wird nichts weggeschmissen. Und man kann wirklich jetzt gegen Ende auch sagen, mir hat alles super lecker geschmeckt. Ich weiß gar nicht, das kam hoffentlich raus, das kam hoffentlich durch. Aber man hat davon nichts geschmeckt, dass das irgendwie gerettet werden müsse. Immer mal die Augen offen halten, ob es da solche Lebensmittel gibt. Nehmt die mit, macht mal auf jeden Fall nichts falsch mit. Also gerade dieser Krautsalat und dieser Apfelkuchen sind somit mein Highlight tatsächlich in diesem Video. Also, gelungen. Ich hoffe, ihr habt eine gelungene nächste Woche vor euch. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich glaube nicht. Naja, ich hoffe, sie gelingt euch so rum. Und kommt langsam ein bisschen runter. Könnt jetzt so langsam die Weihnachtszeit genießen, so langsam geht es ja los. Einfach schon nächstes Wochenende Weihnachten. Ich glaube das nicht, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Nächste Woche wird es auch auf jeden Fall nochmal ein Weihnachtsmarktvideo geben, so viel steht fest. Können wir nicht ohne machen, ne? So viel steht fest. Das muss nochmal ausgenutzt werden. Und ja, ansonsten, ich verlasse euch jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer. Und ich drücke euch ganz doll. Kuss auf die Linse und bis ganz bald.